Es war einmal ein reicher Kaufmann, der drei Töchter hatte. Die jüngste der Töchter hieß Schönheit. Die Schwestern mochten sie nicht, weil sie jedermanns Favorit war. Eines Tages würde der Vater in die Stadt gehen und seine Töchter fragen, was sie als Geschenk mitbringen sollten. Die älteren Schwestern baten um kostbare Kleider und Verzierungen, und die jüngere bat um eine scharlachrote Rose, die schönste der Welt. Der Kaufmann wurde nachdenklich, versprach aber, alles zu tun, um eine solche Blume zu finden. Und auf die Straße. Der Vater fand schnell Geschenke für die ältesten Töchter, aber für die jüngsten konnte er sie nicht finden. Jede Rose, die der Kaufmann auf seinem Weg traf, war schöner als die vorherige. Wo immer er hinschaute. Und dann führte ihn die Straße in einen dichten Wald. Dort war es sehr dunkel und kalt. Plötzlich tauchten in der Ferne Lichter auf. Als der Kaufmann näher kam, sah er eine riesige alte Burg, alle aus Gold und Diamanten. Er betrat das Tor und betrat eine Halle voller Juwelen. Er sah, dass es in der Mitte des Saals einen Tisch gab und kein Geschirr darauf, und alle Geschirrteile waren aus Silber und Gold. Aber die Burg war leer, es gab niemanden. Der Kaufmann dachte, dass der Besitzer wahrscheinlich jeden Moment kommen würde. Er wartete eine Stunde, zwei, drei, niemand tauchte auf. Der Kaufmann konnte nicht widerstehen und setzte sich an den Tisch. Nachdem der alte Mann vom Bauch gegessen hatte, machte er sich auf den Weg. Als der Kaufmann die Gasse entlang fuhr, sah er einen Rosenbusch von beispielloser Schönheit und erinnerte sich an die Bitte seiner jüngsten Tochter. Er fuhr vor und pflückte die schönste Rose. Im selben Moment blitzte ein Blitz auf, ein Donner schlug ein, es brüllte und erhob sich wie aus dem Boden vor dem Kaufmann und nicht vor einem Tier oder einem Mann, sondern vor einer Art Monster, schrecklich und pelzig. Es war zu wütend, dass der Händler seine Lieblingsblume pflückte, anstatt dem Besitzer für seine Gastfreundschaft zu danken. Der alte Mann war sehr verängstigt und sagte, dass er alles tun würde, solange er ihn nicht tötete. Für ein solches Vergehen stimmte das Biest zu, eine seiner Töchter zu heiraten. Aber nur diejenige, die aus Liebe zu ihrem Vater selbst kommen will. Und wenn keiner kommt, dann der Tod des Kaufmanns. Der alte Mann trauerte und beschloss, nach Hause zu gehen, um sich von seinen Töchtern zu verabschieden. Er wollte keinen von ihnen für ein wildes Tier aufgeben. Ich stieg auf mein Pferd und ging nach Hause. Nachdem er die Kinder getroffen hatte, gab er allen Geschenke und erzählte von seinen Abenteuern. Die älteren Schwestern stürzten sich auf die jüngeren, sie sagen, es sei ihre Schuld, sie bestellte eine miese Blume, für die der Vater jetzt mit seinem Leben bezahlen muss. Worauf Beauty antwortete, dass sie gerne anstelle ihres Vaters zum Tier gehen würde. Und so machte sich Beauty am nächsten Tag auf den Weg. Das Pferd fand schnell den Weg zurück zum Schloss. Als sie die Halle betrat, fand sie einen Tisch mit exquisiten Weinen und Essen. Die Schönheit dachte, dass das Biest sie essen wollte, also füttert sie sie. Sobald sie zu Abend gegessen hatte, brüllte es und ein schreckliches und haariges Monster erschien wie unter der Erde. Und das Biest sagte zu Beauty, dass sie, da sie selbst aus freien Stücken hierher gekommen ist, ein gutes Herz hat. Und so wird das Monster auch nett zu ihr sein. Und mit diesen Worten verschwand das Biest. Beauty wachte morgens auf und beschloss, einen Spaziergang zu machen. Als sie einen der Räume betrat, sah sie eine Inschrift auf dem Tisch, was auch immer die Schönheit wünscht, ich werde es tun. Das Mädchen dachte, dass das Monster doch nett ist und er es wahrscheinlich nicht essen wird. Sie lebten also lange, das Biest behandelte die Schönheit sehr gut und erfüllte alle ihre Wünsche. Eines Tages träumte das Mädchen, dass ihr Vater krank sei. Sie wollte ihn unbedingt besuchen. Die Schönheit bat das Biest unter Tränen, sie gehen zu lassen, und versprach, dass sie definitiv zurückkommen würde. Das Monster antwortete, dass sie frei sei und zurückkehren könne, wann immer sie wollte. Am nächsten Tag zog Beauty ihre teuersten Kleider an und ging zu ihrem Vater. Er war sehr glücklich, seine Tochter gesund und munter zu sehen. Ihre Schwestern kamen gerannt und sahen, dass sie noch schöner geworden war und sich sogar wie eine Königin gekleidet hatte.
Eine Woche später hatte Beauty den Traum, dass das Biest im Park im Gras lag und starb. Sie wachte entsetzt auf und beschloss, dringend zurückzukehren und ihn zu heilen. Als sich das Mädchen der Burg näherte, sah sie den leblosen Körper des Tieres im Gras. Ihr Herz brach vor Mitleid. Die Schönheit eilte mit Tränen zu ihm und küsste ihn. Und im selben Moment blitzte ein Blitz, ein Donner schlug ein, die ganze Burg wurde mit hellem Licht beleuchtet und überall wurde Musik gespielt. Das Monster verschwand und an seiner Stelle lag der charmanteste Prinz im Gras. Er erzählte Beauty, dass diese böse Fee ihn verhext und in ein Monster verwandelt hatte, bis sich ein junges, schönes Mädchen in ihn verliebte und heiraten wollte. Die Schönheit gab ihm ihre Hand und sie gingen zum Schloss. Am nächsten Tag heirateten Beauty und der Prinz und heilten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So kann ein gutes Herz einen bösen Zauber brechen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Einmal heiratete ihr reicher Vater eine böse Stiefmutter. Sie ließ sich mit ihren beiden Töchtern im Haus nieder. Sie waren schön und weiß im Gesicht, aber böse und grausam im Herzen. Und dann kam eine schwierige Zeit für das arme Mädchen. Von morgens bis spätabends zwangen sie sie, die Drecksarbeit zu erledigen, Wasser tragen, den Herd heizen, Essen kochen, Geschirr spülen und Wäsche waschen. Außerdem taten die Halbschwestern ihr Bestes, um sie so weit wie möglich zu verärgern. Sie verspotteten sie, aßen Erbsen und Weizen in die Asche und sie musste sitzen und sie heraussuchen. Abends, wenn sie arbeitsmüde war, musste sie nicht im Bett, sondern auf dem Boden neben dem Herd ins Bett gehen. Und weil sie immer in Asche, Staub und Schmutz war, nannten die Schwestern sie Aschenputtel. Aber dann geschah es eines Tages, dass der König ein Fest begann, das 3 ganze Tage dauern sollte, und alle schönen Mädchen des Landes zum Fest rief, damit sein Sohn eine Braut für sich selbst auswählen konnte. Als die beiden genannten Schwestern erfuhren, dass auch sie am Fest teilnehmen konnten, zogen sie sich sofort an und putzten sich. Aschenputtel wollte auch tanzen gehen, aber ihre Stiefmutter ließ sie nicht los, weil sie weder Kleid noch Schuhe hatte und schmutzig war. Und dann goss die böse Stiefmutter eine Schüssel Weizen in die Asche und sagte, wenn Aschenputtel sie in 2 Stunden einsammeln würde, könnte sie mit ihren Schwestern gehen. Aschenputtel ging in den Garten und weinte. Und dann flogen 2 weiße Tauben herein, gefolgt von einer ganzen Herde verschiedener Vögel. Sie stürzten sich auf die Asche und begannen zu picken, und so wählten sie alle Körner in einer Schüssel aus. In weniger als einer Stunde beendeten sie ihre Arbeit und alle flogen zurück. Aschenputtel brachte ihrer Stiefmutter eine Schüssel, begann sich zu freuen und dachte, dass sie zum Fest gehen könnte. Aber ihre Stiefmutter würde sie sowieso nicht hereinlassen. Sie drehte Aschenputtel den Rücken zu und eilte mit ihren beiden Töchtern zum Ball. Als niemand mehr zu Hause war, setzte sich Aschenputtel auf den Boden und weinte vor Kummer. Und dann flogen 2 weiße Tauben herein, gefolgt von einer ganzen Herde verschiedener Vögel, und sie warfen ihr Kleid und ihre Schuhe aus, glänzend und alles in Gold. Sie zog schnell dieses Kleid an und kam zur Braut. Sie sahen ihre Stiefschwestern und Stiefmutter und dachten, dass es eine seltsame Prinzessin sein musste, sie war so schön in ihrem goldenen Kleid. Es kam ihnen nie in den Sinn, dass es Aschenputtel war. Der Prinz kam ihr entgegen, nahm ihre Hand und sie begannen zu tanzen. Und er mochte Aschenputtel so sehr, dass er mit keinem anderen Mädchen tanzen wollte. Sie tanzte bis zum Abend und wollte nach Hause zurückkehren, aber der Prinz bat sie, sie abzusetzen. Er wollte wissen, wessen schönes Mädchen das ist und wo sie lebt. Aber Aschenputtel rannte von ihm weg und kletterte auf den Taubenschlag. Der Prinz befahl, den Taubenschlag zu zerstören, aber es war niemand darin. Und bei weitem nicht konnte er seinen schönen Fremden finden. Niemand hätte ahnen können, dass Aschenputtel von Tauben gerettet wurde, die sie nach Hause brachten. Der Prinz war verärgert und ging mit gesenktem Kopf zum Palast. Und plötzlich sah er einen Schuh, hob ihn hoch. Er war so klein und elegant und ganz aus reinem Gold. Der Prinz vermutete, dass, als Aschenputtel von ihm weglief, der Schuh von ihrem linken Fuß auf einer der Stufen blieb. Der Prinz war begeistert und befahl, die Geliebte dieses Schuhs zu finden
und zu wem er passt. Er wird diesen heiraten. Die Eltern kehrten vom Ball zurück. Sie sahen, dass Aschenputtel in ihrem Hemd auf Asche schlief und ein schwaches Licht am Herd brannte. Beide Schwestern gingen in ihre Zimmer und hofften, dass sie morgen das Glück haben würden, den goldenen Pantoffel anzuziehen. Am nächsten Tag kam der Prinz zu ihrem Haus und sagte, dass jeder, der den Schuh seiner zukünftigen Frau anprobieren möchte, herauskommen sollte. Zwei Schwestern kamen heraus, und die Stiefmutter sperrte Aschenputtel ins Haus und ließ sie nicht raus. Die ältere Schwester probierte es an, einen kleinen Schuh. Die jüngere Schwester hat es anprobiert, der Schuh ist toll. Der Prinz wollte gerade gehen, aber Aschenputtel kletterte aus dem Fenster und rannte zu ihm hinaus. Und sie zog einen Schuh an und er passte einfach zu ihr. Der Prinz sah ihr in die Augen und erkannte in ihr das sehr schöne Mädchen, mit dem er tanzte. Er nahm Aschenputtel, setzte sie auf ein Pferd und ritt los, um mit ihr eine Hochzeit zu spielen. Und er befahl den Schwestern und der Stiefmutter, in ihrem Haus eingesperrt zu werden und sie niemals rauszulassen. So wurden sie für ihre Bosheit und Täuschung bestraft.